Oh, Alter, was geht ab, Leute, Junge? Jetzt saftig essen. Gut und groß, genau. Der Laden, den ich hype. Da haben auch die Mädels vorgeschaut, die Influencer, die Foodblogger, die ich zu Tati geschickt habe. Habe ich auch hierher geschickt und hat denen gefallen, da haben ein bisschen Werbung gemacht und jetzt sind wir wieder hier am Start, Alter. So muss ich nicht mal leben, Mann. Das ist einfach diese Saison feiern. Ja, ein paar K reichen im Monat. Ja. Da will ich auch in dieses so ein bisschen Sorgenfreier einfach. Also dieses Sorgenfreier ist echt geil. Ja, das ist der Punkt, Mann. Ich weiß halt nicht, ob ich glaube, das ist die größte Sorge, die ich am Tag habe, ist, was esse ich eigentlich heute? Ja, oh mein Gott. Vielen, vielen Dank. Perfekt, danke. Lass es dann schmecken. Danke dir. Schaut, dass der besagte Soße gut. Schaut ganz gut aus, Mann. Krass, gell? Das mal jetzt fotografiere ich mal. Kommen, ja, kommen so viele Geschmäcker zusammen, das ist krass, Mann. Aber es ist gut. Das ist was komplett anderes, Mann. Das ist ganz geil. Jetzt. Okay, wir haben sogar Tee aufs Haus bekommen. Sogar die gute Teemarke, Ronnefeld. Echt, muss man echt schon zu schätzen wissen. Danke nochmal. Sieht schon edel aus hier. Das ist so ein edler Tee, wie mir meinte, man muss 8 bis 10 Minuten ziehen lassen. Jetzt kann das kaum abwarten. Aber bestimmt. Ja. Okay. Unterweise ist eine Geschmackstest. Voller Aroma. Muss entfaltet werden. Geklickt. Das ist Ronnefeld, ja? Oh mein Gott. In Chicago macht er diese Pizzatouren. Er führt dich auch ein bisschen so in Chicago rum, aber ihr macht an, ich glaube, 5 oder 7 Pizzerien Stopp, die besten in Chicago, genau, und isst diese typische Chicago Pizza 7-mal oder 5-mal, das ist inklusive in diesem Preis enthalten, Mann. Ja, und dann erzählt er auch so ein bisschen so geschichtlich. Die Pizza wurde aus dem und dem und so, das ist schon krass, Mann. Das ist eigentlich schon geil, ja. Ja, und Alter, er hat mit krassen Läden da schon Kooperationen. Ja. Die Läden füllen sich dadurch. Genau. Ja. Das ist ja auch. Also ich habe ja auch vor, eigentlich bei jeder Tour einen Mittagspausenstopp und dann hoffentlich mit irgendwem kooperieren. Dass sie sagen, dass ich halt zu denen gehe und sage, hey, wir führen eine Tour und ihr könntet genau hier mit Mittagspausenstopp werden. Und die ganzen Leute, die da dann die Tour machen, würden dann bei euch natürlich vorgeschlagen bekommen, dass ihr dort zu essen, also das wäre ja gratis Werbung für euch, also nicht gratis, und dafür zahlt ihr, keine Ahnung. Und dann kannst du es halt mit denen, da kannst du eine Pauschale mit denen aushandeln, so, weil wir haben es ja auch so mit den Hotels, mit den Tagungsgästen immer gemacht, wir hatten ja auch hier EY, Siemens und sowas, da haben wir zum Beispiel gemacht, wenn hier 10 Siemens-Mitarbeiter bei uns kommen, die kriegen Frühstück für so und so viel oder Mittagessen, ein Getränk, Softdrink, ein das und das und ein Dessert. Die haben dann aber nicht aussuchen dürfen, sondern das war dann fest, was sie kriegen, ja. Wenn da Vegetarier dabei sind, kannst du ein vegetarisches und ein Fleischgericht sagen, ja. Das ist, und du musst ja schauen, dass deine Fixkosten niedrig sind, ja. Da musst du es mit denen halt besprechen, damit du das halt in die Kalkul mit einbauen kannst, Mann. Das ist, das ist unendlich Potenzial und, aber, Alter, ich dachte, der Kerl arbeitet halt, Mann, ja. Oh mein Gott. Ja. Schuss auf den Kollegen, Leute. Oh mein Gott. Nein, weil die schreiben halt immer, dass ich zu hart bin zu ihm, weißt? Ja. Dass ich zu streng Nein, bin aber und so. Ich dachte mir halt, als du mir gesagt hast, er kann halt nicht, dachte mir eventuell, keine Ahnung, Familienvater. Ich dachte mir. Nein, gar nichts. Ich dachte mir, er arbeitet noch Vollzeit nebenbei. Nein, dann hätte ich Arbeit schon suchen, Digga. Oh mein Gott, Mann. Alter, dann würde ich halt 100% Gas geben, Mann. Weil wenn du einer derjenigen bist, die schon in einem Mitaufbau sind, Mann,
und du dann derjenige bist, der es hochzieht, Mann, Alter, dann bist du ja nicht derjenige, der ihn dann undankbar ist, Mann, ja? Ja, eben. Ja, er kriegt ja die Prozente dafür, weißt du? Rein theoretisch, wenn alles klappt. Irgendwann mal, in ein paar Jahren. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von solchen Leuten vorgeht. Das ist... Also, dass es am Anfang natürlich trocken ist, du musst viele Telefonate machen, das ist klar. Du musst Kooperationspartner suchen erstmal, ja. Aber wenn du dann halt da erstmal reinkommst, man irgendwo. Alter, stell dir vor, du musst dann halt auch, du kannst dann die ganzen Franchise-Sachen angreifen, Mann. Step 3 oder so, das kommt das. Ja. Ich brauche jetzt erstmal Tour Nummer 2 muss nochmal verfeinert werden. Also da sind ein paar Fragen noch nicht. Wegen was aber? Nee, die Fragen vom Schwierigkeitsgrad, so wie die gestellt sind. Einfach vielleicht auch eine komplett andere Frage. Also, aber eigentlich steht sie schon, also ein paar Fragen verfeinern, dann kann man die veröffentlichen. Wann wird Tutsa rauskommen? Wenn ich mich drum gekümmert habe. Achso, mein Gott. Und dann Tour 3 hatten wir jetzt eigentlich Mai gestartet, aber seitdem nicht viel gemacht. Also Tour 3, also wenn 3 Touren stehen, dann wollten wir eigentlich so Marketing in Angriff nehmen. Da so auch so einen Trailer schießen, drehen lassen. Alter, krass. Den man dann halt auch für erstens auf die Website packen kann, so YouTube und halt auch als Werbung dann einbauen kann. Das wollten wir dann nachmachen und dann halt mit den Influencern. Vor allem, du kannst den auf deinen Channel dann auch nehmen. Ja, genau. Ja, du hast ja eh schon viele Abonnenten. Dann auch die Influencer und dann da ein bisschen starten und dann würde es halt erst kommen mit dem, dass man für die Touren vielleicht irgendwelche Kooperationspartner sucht oder und dann vielleicht noch in die nächste Stadt geht oder halt hier in München Tour Nummer 4 und dann immer so weiter ausbreiten. Aber erstmal muss das Fundament aufgebaut werden. Wenn man 3 Touren so fest hat, die auch laufen so und dann die erstmal werben. Das war so erstmal der Plan. Oder? Das ist schon Arbeit, Mann. Das natürlich ist auch zeitaufwendig. Natürlich. Ja, aber ich dachte, er hat nicht die Zeit, Mann. Ich wusste es ja nicht. Oh mein Gott. Das tut mir leid, was soll ich jetzt sagen, Mann? Ja. Boah, lass es nicht so verhungern, Mann. Ich finde, das hat für anhand der geringen Selbstkosten, das hat schon echt viel Potenzial, Mann. Weil du hast auch schon große Reichweite aufgrund deiner Abonnentenzahl. Und selbst wenn es von den paar Leuten probieren, die empfehlen es, du kennst es, Mann, die empfehlen es dann wiederum weiter, komm Jungs, machen wir das mal und so weiter. Ja, so muss es laufen. Ja. So muss es laufen, aber dazu müssen erstmal die Touren stehen. Das ist erstmal Hauptfokus, dass ich Tour 2 und 3 kriege und dann... Filmst du gerade? Alles auf Kamera, wie du meinen Kollegen disst. Oh mein Gott, ich hab ihn nicht gedisst. Oh mein Gott. Das waren auch so Sachen, wo ich mir sage, Alter, schon auch Rande der Kriminalität, Mann. Hausfriedensbruch. Ständig, Mann, ja, aber. Weißt du, ich check's halt nicht. Ich weiß auch nicht, wie man so tief drin stecken konnte. Ich sag's halt so, es war was Neues. Ja. Es war was Neues. Es war am Anfang, fand ich es richtig cool. Und es war was Besonderes, dass du bestimmte Sachen dann bekommen hast. Ja, ja. War so. Ja. Es war irgendwie so krass, aber. Ja, aber dann irgendwann haben sie dir alles hinterhergeschmissen, Mann, auch. Auch diese Events. Jetzt habe ich auch mitbekommen, weil ich habe. Ich krieg immer noch diese Nachrichten auf Gmail. Wir vermissen dich. Oh mein Gott, ja, ich krieg die auch. Wir vermissen dich, komm wieder online. Oh mein Gott. Irgendwie eine gute Zeit, aber irgendwie auch nicht. Ja gut, bei dir ist es halt natürlich auch so, am Ende ist halt natürlich mit der Community halt nicht so im Tollen auseinandergegangen, Mann. Vielleicht hat dich das auch geschädigt, Mann. Ja klar, im Nachhinein, also das Beste, was ich hätte machen können ist, ich hätte undercover, also ganz normal weiter Videos, aber undercover immer weniger Pokémon in den Videos und immer mehr so mit Freunden treffen, dies, ja, das, ja, ja. Und so langsam austauschen, so ohne dass sie es halt checken. So wirklich langsam, ich schwöre, das wäre am besten gewesen. Anstatt sie das so einmal so auf großes Video, hey, ich hör auf. Und jetzt mach ich was Neues, schaut's oder schaut's nicht. Das war, glaube ich, so der zu große Schock, so diese zu harte Umstellung. Sondern echt einfach nur, so wie jetzt immer noch die Vlogs, die ich immer mache. Und langsam immer weniger Pokémon Go, immer weniger. Ja, und dann hätte man vielleicht gefragt, hey, kannst du wieder ein bisschen mehr Pokémon Go machen? Dann musst du halt sagen, ja, aktuell muss ich halt meine Prioritäten so umsetzen. Wäre das vielleicht, ja... Es wäre vielleicht so marketingtechnisch besser gewesen. Marketingtechnisch wäre es viel besser gewesen, aber ich weiß nicht, ich konnte es auf einmal nicht mehr aufstehen. Also ich bin ja nicht mal mehr neutral gegen dem Spiel. Ich bin echt negativ gegen das Spiel. Also das ist so, es widert mich an, wirklich so.
Ich will es auch nicht mehr spielen, ich verstehe das schon. Jo, was geht? Wieder zurück von einem Nachmittag mit Dimi, bisschen was gegessen, dann Spaziergang, über dies und das gequatscht. Moment, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Chong will einen Gel-Laden aufmachen. Also wir hatten die Idee, aber nur ganz leicht mal angeschnitten. Und letztens hat er in die Gruppe geschrieben, das war da, wo ich im Kino war, dass er einen aufmachen will. Also hoffentlich. Ich finde die Idee gut und fehlt auf jeden Fall. Also ich kenne einen Laden, der das verkauft, aber auch nicht so gut. Der macht das halt so nebenbei, aber nicht als Hauptfokus. Finde ich eine gute Idee, ist eine Marktlücke. Meiner Meinung nach, vielleicht in anderen Städten ist es schon längst verbreitet, was weiß ich. Aber hier in München noch gar nicht. Daily Vlog wird geschnitten und ja, schauen wir mal, was sonst noch so geht. Ahoi da Mädels, was geht ab? Lange nichts mehr gehört. Ich habe heute zufällig von der Laura den unterschriebenen Vertrag ausgefüllt zurückbekommen. Habe ich mir noch nicht angeschaut, aber danke. Einen Monat später, aber passt. Ich habe mich in dem Monat jetzt auch um nichts gekümmert. Also ich habe ein bisschen so Urlaub gemacht, sage ich mal dazu. Und seit Montag bin ich eigentlich wieder am Start, virtuell in meinem Büro. Der Kollege hat leider in der Zwischenzeit nichts gemacht, aber ja, kein Problem. Also ich wollte nur sagen, dass ich jetzt einen Monat ein bisschen abgeschaltet habe, mein Lifestyle ein bisschen genossen habe, ist ja, Hongsu ist ja nur ein Nebenprojekt gewesen, nicht mein Hauptding, aber ich habe euch nicht vergessen und die nächsten Schritte wären Systemgeräte und scroll mal ein bisschen runter, steck mal das Roland nochmal ein. Oh mein Gott, Leute, so complicated. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wir versuchen das noch zu lösen. Halb hat es funktioniert, dass ich jetzt darauf alles höre. Das hat funktioniert, aber wenn das funktioniert, dass ich hier drauf alles höre, hört man das Mikro nicht mehr. Und dann müsste man darauf umschalten. Also, Technik macht nur Fox. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Serious Business, investiert in Bitcoin, Cashflow generieren und ciao.